Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Lasst euch nicht von dem Stream-Titel irritieren oder was auch immer. Tarkov oder Arena Breakout ist mehr so ein kleines Ding. Wie ihr zu dem Ganzen steht, ich weiß ja nicht, ob einige von euch Arena Breakout jetzt auch schon ausprobiert haben. Man kann sagen, was man will. Das Spiel steht schon gut da. An sich, finde ich, kannst du es nicht großartig mit Tarkov vergleichen, weil Tarkov gefühlt eine andere Playerbase anzieht, weil ich finde, Arena Breakout hat nichts mehr mit Hardcore zu tun. Es ist tatsächlich ein Extraction-Shooter. Tarkov ist auch ein Extraction-Shooter irgendwo. Aber ich habe Tarkov nie, also bis zu dem Zeitpunkt, bis jetzt die anderen kamen, nie nur als Extraction-Shooter in erster Linie gesehen. Sondern Tarkov immer mehr Hardcore. Das erste, was mir zu Tarkov eingefallen ist, war nicht Extraction, sondern Hardcore Survival. Das ist einfach ein Hardcore-Spiel, was dich hardfistet und du möchtest nur überleben. So, ja klar, das machst du durch Extracten, das kommt bei mir an dritter Stelle. So, und bei Arena Breakout merkt man sehr schnell, Arena Breakout ist eher Casual. Für Casual-Spieler, die tatsächlich mehr... Also schon auf diese Extraction-Kram stehen und auch auf dieses ganze Flair so ein bisschen, aber halt nicht auf die Hardcore-Attitüde, die Tarkov mitbringt. Die ist bei Arena Breakout meiner Meinung nach nicht so. Also ich spiele bei Arena Breakout wesentlich entspannter, wesentlich lockerer, als ich das in Tarkov tue. Auch wenn ich bei Tarkov teilweise nichts zu verlieren habe, hast du da sämtliche an Millionen an Rubel in deinem Stash und trotzdem geht dir im Raid der Bammel. Das passiert mir selbst, obwohl ich bei Arena Breakout nicht viel habe, nicht. Auch wenn das Ambiente, also es ist schon gut gemacht, es sieht gut aus. Dazu darf man jetzt nicht sagen. So, jetzt kommen natürlich auch wieder die Fragen, wurde da kopiert, wurde da abgeguckt? Also meine Meinung dazu, auch schon viele mitgekriegt, die natürlich gesagt haben, ja, abgucken und so weiter, sich Ideen holen, ist ja nicht falsch. Das sehe ich auch so, Ideen holen ist nicht falsch. Sachen teilweise completely zu kopieren, finde ich halt ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Punkte, für die, die es wahrscheinlich schon gespielt haben. Ein paar Objekte oder auch Häuser und Regionen oder Ebenen, die so hart von Tarkov inspiriert sind, möchte ich mal sagen, dass du nur von der Engine her, von der Grafik-Engine her, den Unterschied siehst. Weil du gehst in dieses Haus rein, du hast... Die Räume genau dieselbe Aufteilung, es ist alles in denselben Räumen drin, die Treppe ist genau an derselben Stelle, es ist ein Tisch an derselben Stelle. Da sind Sachen teilweise so abgekupfert und natürlich auch, was Ingame-Items angeht, manche sind abgeändert, viele sind auch einfach nur gefühlt kopiert auch wieder. Ja, jetzt kann man sich wieder um geistiges Eigentum streiten. Natürlich würde es mich als Entwickler anpissen, wenn tatsächlich mir jemand ein bisschen meine Ideen klaut. Weil wären wir jetzt in der Lage, sagen wir mal, wir arbeiten jetzt an... irgendwas total geilem, freuen uns drauf und geben natürlich anderen vorab Zugang, damit die probieren können, beziehungsweise, dass dadurch ein bisschen Cashflow reinkommt während der Entwicklungsperiode. Weil man vielleicht als Entwicklerstudio am Anfang gar nicht genug Kohle aufbringt, um das jemals vielleicht fertigzustellen. So, und dann kommt jemand und kann sich dieses Spiel natürlich auch downloaden, angucken und sagt sich dann, ja, ich bringe jetzt mein eigenes Game raus, ich mache eine andere Engine, aber ich brauche eigentlich kaum noch Ideen. 50% davon kann ich ja von Tarkov nehmen oder von meinem Produkt. Dadurch habe ich natürlich viel weniger Arbeit und man kann natürlich vieles abkupfern. Es war jetzt nicht so ganz hart, dass ich in Arena Breakout sage, es ist einfach nur Tarkov-Klon, weil viele Regionen und so, das sieht halt alles anders aus, eine andere Aufmachung und so weiter. Ja, gut, dass die Animationen teilweise in manchen Punkten komplett identisch aussehen, in manchen wiederum aber auch nicht. Also ich denke, es wird so ein 50-50-Ding gewesen sein. Man hat Tarkov so ein bisschen als Grundlage genommen, meiner Meinung nach, und hat die anderen 50% darauf aufgebaut. Vielleicht noch Sachen verbessert, weil das haben sie durchaus gemacht. Es gibt einige Sachen, die bei Arena Breakout besser funktionieren. Vielleicht ist es der Engine geschuldet, vielleicht auch einfach der Programmierung. Man muss halt sagen, es steht halt echt gut da. Die 50%, die sie sozusagen dazu geschustert haben, haben sie gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und dadurch ist es halt, wie es ist. Wiederum das Positive an dem Ganzen. Kommt Konkurrenz und macht etwas besser und du bist selber noch im Entwicklungsstatus wie Tarkov gerade, wäre das ja auch für die eine Möglichkeit zu sagen, ey, warte mal, das ist eine krasse Idee, das machen wir auch. Im Endeffekt kann auch Tarkov davon profitieren, von dem, was Arena Breakout macht. Und da können wir am Ende auch mit profitieren. Warum muss ich was komplex Neues entwerfen, wenn es das schon gibt? So dumm ist ja auch kein Schwein. Ich meine, guck dir die ganzen Autohersteller an. Der Ottomotor kam raus, da hat keiner gesagt, ja, wir können den Ottomotor nicht bauen, wir müssen jetzt unbedingt andere Motoren bauen. Das ist ja Quatsch. Also... nimmt man den Motor, verändert den ein bisschen, nennt den am Ende TFSI, TSI, bla, hast du nicht gesehen, verbessert den dadurch und schön ist. Wie gesagt, es ist immer noch ein großer Unterschied zu spüren, was das Gameplay angeht von Tarkov zu Arena Breakout.
Ich glaube, Arena Breakout wird mich nie so fesseln, wie Tarkov mich fesselt. Was Arena Breakout als Vorteil hat, ist natürlich, dass es einfacher zu spielen ist. Also es setzt dich nicht so unter Stress. Du hast natürlich auch schnellere Ladezeiten. Das kommt hoffentlich bei Tarkov auch irgendwann so hin, dass das schneller geht. Und dadurch spielt dieses ganze Spiel sich lockerer. Du kannst dich mehr darauf konzentrieren, deine Sachen zu machen und Fights zu fighten, anstatt 5000 Sachen im Kopf zu haben. Scheiße, ich muss diesen Item rausbringen. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich lehne. Ich muss aufpassen, was höre ich da und so weiter. Der Druck, der ist nicht da. Dadurch spielt sich das Spiel angenehmer, möchte ich jetzt mal so sagen. Für die Leute, für die das halt zum Beispiel gerade zeitlich und auch von diesem Druck her und diesen Stresssituationen her nicht oder zu krass ist bei Tarkov, die sind tatsächlich in Arena Breakout einfach besser aufgehoben. Die werden da wahrscheinlich auch mit ihren Mates in Zukunft wahrscheinlich einfach mehr Spaß haben als in Escape from Tarkov. Aber das haben wir in der Vergangenheit schon bei ganz anderen Dingern. Es gibt Shooter, die haben immer Abwandlungen gemacht, waren dadurch ein bisschen anders, ein bisschen einfacher, ein bisschen schwerer. Und ich sag mal so, die kleinen Grüppchenbildungen trennen sich immer wieder. Du wirst immer die einen haben, die das etwas schwerer mögen, die einen, die das leichter mögen. Also Arena Breakout hat meiner Meinung nach das Potenzial dazu, einfach so Mainstream Extraction-Shooter zu werden. Tarkov ist dann halt eher die Rubrik, wo man sagt, okay, pass auf, wir sind jetzt in der Extraction-Shooter-Disco, aber das ist mir hier zu Mainstream. Ich gehe lieber in die Hardcore-Ecke und da ist dann halt ein großes Schild mit Tarkov drüber. Natürlich interessiert mich auch, wie ihr Arena Breakout findet, ob ihr es schon gespielt habt, ob ihr einen Beta-Key habt oder allgemein, was ihr davon haltet und ob für euch vielleicht sogar ein Wechsel jetzt in Betracht steht. Oder ihr einen Wechsel in Betracht zieht, ob ihr sagt, okay, pass auf, ich glaube, Arena Breakout ist doch eher meins. Oder, nein, ich bleib Tarkov Troy, das ist das, was ich mag und hier und da. Oder ich probiere beides mal, je nachdem, worauf ich mehr Bock habe. Ich denke, mein erster Eindruck ist, wie gesagt, das ist ein gutes Spiel. Ich denke, ich werde Tarkov treu bleiben. Natürlich muss man jetzt abwarten, wie die Entwicklung bei Arena Breakout ist, aber es ist auch immer so ein Sekunde verliebt sein. Du gehst in ein Spiel oder in einen Film. Du guckst dir einen Film an, wenn dich ein Film nicht abholt, dann holt er dich einfach nicht ab. Der kann noch so gut gewesen sein, hat er dich nicht abgeholt, bist du am Ende des Films unzufrieden und sagst, den gucke ich nicht nochmal. Arena Breakout macht's ähnlich. Arena Breakout ist ein guter Film, wenn du so willst, aber es holt mich nicht ganz ab. Aber man weiß halt nicht natürlich, wie die Entwicklung noch weitergeht. Ist es tatsächlich so, dass bei vielen irgendwo schon ein bisschen die Langeweile anfängt, weil natürlich der Quest Progress ist zu einem gewissen Teil da und so weiter, aber es ist halt noch nicht so weit, wie Tarkov halt ist, was das angeht, ne? Meine Freunde, also das einmal zu dem und eure Meinung dazu, haut mir die gerne einfach in die Kommentare. Und mit diesen Worten bin ich raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss und scheiß nicht ins Bett.